Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, unsere heutige Folge beginnt mit einer geteilten Vermittlungsnachricht. Der vor einer Woche vorgestellte rot-weiße Kater aus der Dorotheenstraße in Gotha ist wieder in sein altes Zuhause zurückgekehrt. Was für eine Freude für ihn. Leider aber hatten die zwei Katzenfreunde aus Ottruf gefunden auf dem Gelände der Firma Feintool nicht so viel Glück. Für sie haben sich weder Besitzer noch Interessenten gemeldet. Vielleicht bekommen die beiden schönen Kater in dieser Woche ihre Chance. Heute stellen wir einen sehr schönen Mischlingsrüden vor, der aus persönlichen Gründen im Tierheim Archinoa abgegeben werden musste. Felix ist 4 Jahre alt und hat bisher in einer Familie mit Kindern gelebt. Er wohnte dort mit in der Wohnung. Felix ist ein verschmuster, menschenbezogener Hund, dem es im Tierheim nicht so sehr gefällt. Er braucht unbedingt Bezugspersonen nur für sich. In der Archinoa ist er aufgeregt und nervös. Wenn man sich mit ihm angefreundet hat, ist er anhänglich und liebebedürftig. Der Rüde kann ohne weiteres eine Zeit lang allein in der Wohnung bleiben, das hat er gelernt. Lernen könnte er allerdings noch viel mehr, denn das macht ihm Spaß. Er würde sich sicher gut für Hundesport aller Art eignen, meint Tierheimleiterin Katrin Mattes. Natürlich könnten ihm das seine neuen Menschenfreunde auch alles selbst beibringen. Er wirkt wie ein schlauer Filou. Felix liebt es, spazieren zu gehen und die Freiheit zu genießen. Bei den Artgenossen mag er Hündinnen. Rüden bellt er gern an, das muss aber nicht so bleiben, daran kann man mit ihm arbeiten. Im Tierheim hat man bemerkt, dass Felix Katzen verbellt. Ob er mit Katzen und anderen Kleintieren überhaupt nicht zurechtkommt, weiß man nicht. Er ist ja mit seinen 4 Jahren noch sehr lernfähig. Mit Kindern kommt er jedenfalls gut zurecht und könnte ohne weiteres in einer Familie mit Kindern leben. Eine solche Abwechslung wäre für den Zausel genau richtig. Mit seiner Ausstrahlung kann Felix der Sonnenschein im Alltag seiner Familie werden.